Halt, stopp! Bevor die Folge offiziell losgeht, habe ich was zu sagen. Also, ich habe euch ja vor ein paar Folgen mal eine Frage gestellt und leider habe ich darauf nur eine einzige Antwort bekommen und es ist ein bisschen doof, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Es ging darum, wann sich wirklich eine Fraktionszugehörigkeit lohnt und wann nicht, vor allem in Bezug auf die Abessa-Quests, auf die Quests vom Relikt von Abessa, der Kuppelstadt. Ja. Weil wir ja die ganze Zeit am Überlegen waren, ne? So langsam sollten wir uns mal hier so, ne? Wir werden uns ja den Outlaws anschließen. Ja, aber wann das wirklich Sinn macht, welche Quests nicht nur jetzt so, auch von der ganzen Welt, man dann noch offen hat oder welche dann abgebrochen werden oder keine Ahnung, ne? Also gibt's ja, dass manche dann nicht mehr available sind oder dass man bei manchen dann einen Nachteil hat oder einen Vorteil, keine Ahnung. So, von dem, was ich von der einen Antwort bisher gehört habe, war so, dass die meisten Quests so in der Welt relativ unabhängig davon sind, ob du einer Fraktion zugehörst oder nicht. Aber eben auch, dass er nicht weiß, wie das in Abessa City ist. Und das ist ein bisschen doof, weil darauf kommt's mir gerade an. Deswegen hier noch einmal, noch ist brandaktuell. Morgen kommt die Folge, die ich jetzt aufnehme. Wenn ihr das Spiel schon gespielt habt und Bescheid wisst, dann bitte sagt mir in den Kommentaren, damit ich mal so ein bisschen wirklich eine Ahnung habe, wie ich als nächstes vorgehen sollte. Ob ich die ganzen Abessa-Quests hier so machen sollte, bevor ich den Outlaws angehöre oder nachdem oder wie auch immer, ja. Wäre sehr, sehr cool. So. Ja, natürlich, die letzte Folge, also die von gestern, die ist heute jetzt noch nicht raus, also für euch gestern, für mich heute, ist jetzt heute noch nicht raus, für mich, das heißt, falls da noch jemand was geschrieben hat, well, konnte ich bisher noch nicht lesen, weil ich noch nicht draußen, okay, ja, das wäre so das wichtige Anliegen gewesen, ja, und jetzt würde ich mal sagen, Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder Aufnahmesession von Elex. Ja, ich habe selbst noch keine Ahnung, wie viel ich jetzt aufnehme. Ich wollte eigentlich nicht allzu viel, weil ich habe immer noch mehr Bock zu streamen. Ja. Ist auch so witzig, ne? Wenn ich mal so in die Statistiken gucke, so ein Tag, wo ich nicht streame, durchschnittliche Viewtime knapp über 3 Minuten und an einem Tag, wo ich streame, doppelt so viel. Das heißt, einmal ein großes Dankeschön an alle, die Elex-Folgen durchgängig gucken und nicht einfach nur ganz kurz oder durchskippen oder keine Ahnung. Werden wahrscheinlich nicht viele Leute sein, die Folgen tatsächlich am Stück gucken, so wie es gedacht ist. Aber naja, danke an alle da, die das tatsächlich so machen und alle, die es nicht machen, müsst ihr ja selber wissen, wird schon seine Gründe haben, ne? Naja, ist mir nur so aufgefallen. Ja, wir wollten uns ja jetzt der Insel widmen, oh ja. Da passieren ja Dinge, ne, und da führt uns die Quest von dem guten, Mad Bob hin, ne, ja, ja. Den wir eigentlich nicht so nennen dürfen. So, ich bin gerade am Überlegen. Fehlte noch irgendwas, was ich sagen wollte? Weiß gar nicht. Ich nix haben Ahnung. Da hinten ist ein versunkenes Schiff. War ich dort hinten eigentlich schon mal? So. Ich war... Ja doch, hier war der hier war der Leuchtturm und da war ich so semi schon, ne? Aber das Gebäude da so, naja, egal. Ja, wir befinden uns ja jetzt auf dem Weg hier. Tüm, Eisenerz. Da, ey, nicht drüber laufen. Ey, unfasslich hier, ey, tja. Kannst du hier einfach über mein Eisenerz trampeln? Tja, tja, tja. Okay. Meeresrauschen? Oder was? Sieht auch geil aus, muss man ja mal sagen, ne? Wie der Sand hier so runterweht und dann... hey, ich wollte... Was sind denn da für Rohre im Wasser? Können wir gleich mal nachgucken vielleicht, ne?
Ja, und die Möwen, die nicht vorhandenen hören war. Was? Was? Das sind Leute? Ach du Kacke. Boah, fuck dang it, Alter. Ach du Kacke, hat mich das jetzt überrascht. Nicht runter auf... Ach, naja, okay. Und fahr halt doch... Ich will nur den Typen looten. Okay, wenn wir schon hier sind. Ja, das geht soweit. Okay, denn da hätte ich auch einen normalen Schlag für nehmen können. Warum haben wir zwischendurch irgendeinen Skill, dass die... Hab ich irgendwas Besonderes auf irgendein Item an mir, dass die mich nicht mehr angreifen? War da was ich schon wieder vergessen habe? Kann sein, es gibt ja diesen Skill, ne? Nur mal nachgucken, ne? Wir haben die Schutzmaske. Da. Ring. Haben wir immer noch den Ring mit Gesundheit und Ausdauer. Und Amulett. Ah, Tierfreund ist ja okay. Auch das ist eigentlich gar nicht mal so ungeil. Ist eigentlich ganz nice, ne? By the way. Nächstes Level. Dauert auch gar nicht mehr allzu ewig wahrscheinlich. Hier so skilltechnisch. Ja, Kampf immer noch nur 4, aber das wird noch. Ja, aber Überleben sind wir bei 10. Handwerk, ja, ne, wegen, ihr wisst schon warum. Persönlichkeit könnte man tatsächlich mal noch so ein bisschen, ne? Oh, naja. Und... Ja. Oh, gehen wir wieder hoch. Wir wollten ja eigentlich gar nicht hier runter. Obwohl, ja, wenn wir schon mal hier unten sind, wir können noch mal kurz hier lang laufen, ob es hier irgendwas Besonderes gibt. Aber ich glaube nicht, oder? Müsste eigentlich... Plansch, ja, Plansch. Ich sehe jetzt erst, dass sie gar keine Schuhe anhat. Und die Soundeffekte vielleicht ein bisschen krass sind. Oh Mann. Ach, guck mal hier. Oh, oh. Also es hat zwar Kleinigkeiten, aber ist gut. Wie weit darf ich denn hier rausschwimmen? Darf ich bis da hinten schwimmen? Darf er das? Tauchen geht ja nicht. Die ganzen Bauwerke sind so instabil. Besser, wir halten die Augen auf, bevor wir unter einem Stahlträger begraben werden. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier unter einem Stahlträger begraben werden, ist gerade recht unwahrscheinlich. Ja. Planschen, ja. Okay, kann ich da wirklich hin? Geht das? And by the way, eine Bemerkung. Ich glaube, es ist nicht natürlich, dass das Schwert so nach oben zeigt, wenn man schwimmt, oder? Müsste das nicht dann trotzdem so ein bisschen runterhängen oder gerade wenigstens? Da hätten sie vielleicht nochmal... bisschen, ne? So, detailmäßig, ne? Ja, okay, ist hier jetzt was? Tauchen ging ja nicht, ne? Oder ging tauchen? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist interessant, man kann hier auf jeden Fall hin. Das ist cool. Man kann zwar irgendwie nicht drüber. Stimmt, Jetpack. Jetpack gibt's ja auch noch. Aber hier ist... Okay, das... Ja, gut. Hat mich jetzt nur interessiert. Oh, wie gern ich jetzt abtauchen würde und das Schiffswrack irgendwie erkunden würde. Ah, geht nicht, oder? Geht nicht, ne? Aber es ist cool, ey. Ah, voll das Sommerfeeling, ey. So schön im Meer schwimmen, am Strand, ja, ne? Das ist der Leuchtturm.
Naja, gut. Schwimmen wir mal wieder zurück, wenn es hier nichts weiter so zu machen gibt. Und den unteren Teil des Strandes und so, ja, das gucken wir uns auch noch irgendwann mal genauer an. Aber nicht jetzt. Warte, ich sehe schon, wir müssen gleich mal unsere Ausdauer nochmal regenerieren und wieder weiter paddeln hier. Warte, was? Paddeln? Egal. Kann man in die Röhre? Okay, also man kann, aber da ist nichts drin, oder? Okay, man kann nicht. Man kann nicht. Okay, gut. Dann halt nicht, Spielverderber. Puh. So. Ey, jetzt. Aber wieder mal hier hoch, ey. Ja, schwerfällig gerade, wa? Oh, da ist eine Treppe. Naja, wer braucht schon Treppen? Ne? Okay, so hat man die Leiche schon geplündert. Hat man nicht, siehste. Aha. Geil, Klopapier. So, ja, ihr habt mich ein bisschen überrascht. Aber was soll's. Hier könnten wir uns nochmal hinlegen, falls wir wollten. Aber noch macht das nicht so viel Sinn, ne? Hier irgendwas? Ne, einfach zu, ne? Okay, ich meine, das kam auch schon mal in so einer Stelle im Trailer vor, ne? Dass hier irgendwo auf so einer Brücke so ein Fass, wo man dann Bumm machen kann, mit, wo Gegner waren. Nämlich dieses hier wahrscheinlich. Oder das da vorne. Oder das hier. Das sind Fässer, die Bumm machen, auf jeden Fall. So, hier wäre jetzt die Treppe gewesen. Ist hier noch irgendwas direkt an der Treppe? Nichts Spezielles, ne? Ah, kriegst du direkt so ein Ostsee-Feeling oder Nordsee oder keine Ahnung, oder einfach Strand? Ja, okay. Oder irgendwie halt so, wenn du so den Pier entlangläufst oder so, keine Ahnung. Schon cool. Ja, gut, mal davon abgesehen, dass es ja eigentlich ein Industriegebiet ist und eine Industrieinsel, so wie es aussieht, ne? Aber ist auch, so die Gebilde, das ist schon heftig, ne? Muss man ja mal sagen. Aufpassen muss man hier, ey. Aber so weit auf der Brücke selbst sieht's safe aus. Da laufen Leute rum, okay. Ich frag mich, ob das alles Banditen sind, die uns angreifen, oder ob das hier teilweise auch einfach eine Siedlung ist mit Leuten, mit denen wir reden können. Oh! Okay, ein Teleporter. Mhm. Alte Fabrik. Ah ja, so. Das hört sich doch fast danach an, als wären das hier tatsächlich... Jetzt wäre das hier auch ein Gebiet, wo man mit Leuten reden kann. Hier ist eine Mine auf jeden Fall, sehe ich. Okay, der Gang ist so eng, dass du nur auf die Mine treten kannst, wenn du... Okay. Ja, werden wir uns noch ein anderes Mal genauer angucken. Genauso wie da oben langlaufen. Okay. Ist das hier eine richtige vollwertige Stadt, oder wie? Oder... Na, wir werden es ja gleich sehen. Oh, ja, warte, Asseln. Wir brauchen Asseln. Wir brauchen Asselfleisch. Das war auch vom... Warte mal, Kleriker? Keine Outlaws? Das war auch von irgendeinem Trailer mal hier so. Ach man, naja, alles schon so lange her. Aber ich war hier ja noch nie. Ja, ich lasse mir ja sehr viel Zeit hier. Okay, das scheint tatsächlich... Okay, Ich hatte... Folg mal. Okay. Ich habe halt erwartet, okay, hier ist... Hier ist die Hölle los mit lauter Banditen, die uns alle angreifen werden, aber... Haltet den Dieb! Oh. Ups. Ups. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ups. Ich habe gar nicht gesehen, okay. Gar nicht gesehen, dass das verboten war. Also zu spät zumindest, naja. Ja gut, bei Schrottsammlern, den sollte man nicht ihren Schrott klauen, ne? Ja gut, dann reden wir mal mit dir, oder? Denke ich. Speyer nochmal. Hi, na? Kalan mit dir. Doch bevor du das Wort an mich richtest, will ich von dir wissen, wie du zu den Outlaws stehst. Oh Gott, ey. Ja klar, du bist natürlich gegen die Outlaws. Naja, das wäre die Wahrheit. Wieso willst du das wissen? Weil ich wissen will, was ich von dir zu halten habe.
Also? Was du von mir zu halten hast, das... also, das ist schon ein bisschen unhöflich, ne? Einfach so, ey, okay, das Erste, was ich, wenn ich dich anspreche, ist so, ey, was habe ich von dir zu halten? So, the fuck? Wie wär's, wenn wir erstmal normal reden und du daraus deine Schlüsse ziehst, so wie jeder andere Mensch auch? Und nein, ich sag dir jetzt ganz sicher nicht die Wahrheit. What the fuck? Du bist mir schon wieder unsympathisch hier. Sie sind mir egal. Dann hast du deine Wahl also noch nicht getroffen. Sehr gut. Ja, ja. Aus diesem Grund lade ich dich ein, mein Gast zu sein. Wir Kleriker reichen all jenen die Hand, die ihr Haupt vor Kalan beugen werden. Ja, mach ich aber nicht. Erinnere dich daran, wenn du deine Entscheidung fällst. Okay, war halt klar, ne, hätte ich gesagt, Outlaws so, du bist kacke, ich find dich doof. Und jetzt so sind mir egal, so, ja, okay. Was ist dein Auftrag hier? Auf diesem entlegenen Flecken gibt es jede Menge Rohstoffe, die wir für unsere Schmelzöfen brauchen. Material, das zur Herstellung unserer Kampfmaschinen unerlässlich ist. Warum ausgerechnet hier? Ignadon ist weit weg. Hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, weil der Vorrat an Altmetall groß ist. Und zum anderen, was wir uns aneignen, fällt nicht in die Hände der Outlaws. Das schmälert die Macht ihres sogenannten Dukes und könnte dazu führen, dass sich seine Männer gegen ihn stellen. Naja. Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Ich habe ihn auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Das ist auch nicht notwendig. Einen Moment. Weißt du etwa mehr, als ich weiß? Dem Müllbaron ist nicht entgangen, dass die Lieferungen ausbleiben. Unmöglich. Dieses Ungeziefer suhlt sich im Dreck und vergnügt sich mit seinesgleichen. Wie kann er da noch den Überblick behalten? Ich habe die Information aus erster Hand. Nun, dann muss ich unsere Strategie überdenken. Unsere Unternehmung muss geheim bleiben. Ein offener Kampf könnte hohe Verluste an Mensch und Material nach sich ziehen. Darum unterbreite ich dir einen Vorschlag, der einen großen Dienst für die Gemeinschaft der Kleriker darstellt. Nö, also ich kann es mir erstmal anhören, ob ich das denn mache, kann ich ja eigentlich immer noch entscheiden, ne? Nö. Du, vor allem, so, dass jetzt gleich wieder durch die Gesprächsoption alles ausgeplappert wurde. So, ich hab die auf Informationen aus erster Hand. Warum kann ich nicht nochmal entscheiden, ob ich das sage oder nicht? So, what the fuck, Mann. Jetzt habe ich doch schon wieder dem zu viel Infos gegeben. Aber auch witzig, wie der halt die Outlaws komplett unterschätzt. Als wären die hirnamputierte Vollidioten, die überhaupt nichts auf die Kette kriegen und nur wie Tiere miteinander im Müll leben würden. So, the fuck? Okay, also du hast, glaube ich, nicht so viel in der Birne, wa? Also, sorry, aber wer Leute so unterschätzt, der hat, glaube ich, nicht viel Ahnung. Von Weisheit ganz zu schweigen. Naja, wir hören es uns erstmal an. Was soll ich tun? Ich werde dafür sorgen, dass die Outlaws von Zeit zu Zeit beliefert werden. Gerade so viel, um keinen weiteren Verdacht zu erregen. Du aber wirst ihnen weismachen, dass alles wieder wie gehabt abläuft. Kann ich also auf deine Unterstützung zählen? Du kleiner mieser Wichser. Natürlich nicht, aber... Hey, komm, ganz nach Outlaw-Manier kann man erstmal lügen, oder? Ich meine, wenn ich das jetzt auswähle, kann ich dem Müllbaron doch trotzdem noch die Wahrheit sagen, oder? Ich bin dabei. Gut. Aber geh achtsam voran.
Wer weiß, was dir blüht, wenn die Lüge auffliegt. Bla bla bla. Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Weil ich mich der Macht Kalans bediene. Ihr Verstand ist schwach, so war es mir ein leichtes, sie zu suggestieren. Sie tun, was ich ihnen sage, und meine Befehle sind eindeutig. Das müssen sie auch sein, sonst verstehen ihre kleinen Hirne meine Anweisungen nicht. Und wie lange hält das an? Solange ich es will. In ihren Augen bin ich ihr neuer Herr. Ja. Ich ahne voraus, dass du sterben wirst. Du konntest hier jeden ohne Widerstand suggestieren. Es war nicht ganz einfach, aber ja. Meine Erfolgsrate lag bei annähernd 100%. Hört sich für mich so an, als wäre es nicht so reibungslos gelaufen, wie du es mich glauben lassen willst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So ist das nun einmal. Einer aus ihrem Haufen war anscheinend nicht ganz so dumm wie der Rest. Er hat die Flucht dem Widerstand vorgezogen. Und du hast ihn entkommen lassen? Es war nicht geplant, falls du darauf anspielst. Wir haben diesen wilden Haufen in der Nacht überrascht. Aber der Kerl muss uns wohl bemerkt haben. Es wäre zu gefährlich gewesen, ihm nachzustellen. In der Dunkelheit lauern zu viele Gefahren. Außerdem bin ich sicher, dass er mir bald in die Falle läuft. Vor einiger Zeit hat sich jemand an unseren Nahrungsvorräten vergriffen. Es steht außer Frage, dass dieser Feigling der Urheber war. Dabei hat er von mir nichts zu befürchten. Alles, was ich will, ist mein Eigentum zurück. Dein Eigentum. Dein... Ist das... Sorry, bei... What? Dein Scheiß Ernst? Dein Eigentum? Die Outlaws waren hier früher, vorher. Ja, war da erstmal Niemandsland, ja? So, dann waren hier die Outlaws. Und dann kommst du, meinst hier alle zu suggestieren und nennst es jetzt dein Eigentum? Bist du eigentlich komplett bescheuert? Sorry. Also, weißt, ich hab's ja schon mal gesagt, als ich bei den Klerikern war, ne? Für die Leute, die die Folgen aktiv gucken, so. Da siehst du halt wieder diesen riesengroßen Unterschied zwischen damals Magier in Risen und jetzt hier Kleriker in Elex. Die Magier waren, weil ich vergleiche die recht gerne so, ne? Weil sie halt auch so, ja, ne? Gläubig, schmäubig und so. Auf jeden Fall. Die Magier waren halt tatsächlich weise Menschen, ja? Und kluge und. Also ja, okay, der eine mehr, der andere weniger, aber die Kleriker sind halt einfach ein Haufen fanatischer Vollidioten, bei denen halt von ordentlichem Menschenverstand und Weisheit und es, ja, halt nichts vorhanden ist. Deswegen habe ich für die halt auch überhaupt keinen Respekt. So, das ist halt, sorry, aber das ist halt Bullshit. Dein Eigentum? Ja. Neben der Nahrung hat er mich meiner Waffe beraubt. Diese behelfsmäßige Waffe, die ich mit mir führe, ist ein unwürdiger Ersatz. Sorg einfach dafür, dass ich meine Waffe zurückbekomme. Und ich garantiere ihm freies Geleit, wenn er meinen Weg noch einmal kreuzt. Naja. Das schauen wir erstmal, ne? Das Problem mit deiner Waffe kann ich lösen. Wenn du sie mir wiederbringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Du hast mein Wort. Deine Waffe, ja? Deine Waffe, die wir schon ein Weilchen bei uns haben. Von wem nochmal?
War das der Typ, der außerhalb war in dem kleinen Dingsbums? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ne? Alles Metall muss nach Ignadon. Wow! Okay, das ist... Wow. Wir arbeiten hart für den Herrn. Oh Gott. Ja, Leute, das wäre... schauen wir uns dann ein anderes Mal nochmal genauer an und so. Ich würde tatsächlich sagen, ja, belasse ich es heute mal bei einer Folge, die ich aufgenommen habe. Leute, ihr kennt meine Meinung jetzt hierzu. Das ist, Alter, what the fuck, wir werden auf jeden Fall erstmal dem Müllbaron und dem, ich glaube, dem Typen, der hier außerhalb war, Rückmeldung erstatten oder so, glaube ich, wenn wir da noch irgendwas zu sagen können. Aber auf jeden Fall, Mad Bob, ja. Alter, das ist ja... Nee, sorry, also für die Outlaws, definitiv. Gut. Aber jetzt wollte ich erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr... warte mal. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Like da gelassen habt, dann macht das doch noch eben, würde mich freuen, genau so rum. Ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.